Am Stammtisch gibt es kein Triple, wie es der FC Bayern München geholt hat. Bei uns gibt es nur das Double und das hat in dieser Saison, sprich in diesem Jahr, noch keiner geschafft. Damit darf ich Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe vom Bernecker Stammtisch. Bei mir ist heute Walter Thyssen, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief, Volker Schulz vom Der Aktionärsbrief und Stefan Schmidbauer vom Frankfurter Tagesdienst. Die Runde heute geht auf Herrn Klinzing. Deswegen Prost, Herr Klinzing. Schön, dass Sie uns die Runde ausgegeben haben. Wir gucken auch mal direkt, warum. SunPower war der schlechteste Wert und für Oliver Kantem gilt dann, unter den Blinden ist der einäugige König. Schön in die Phase reingekauft, wo es nach unten ging. Also am wenigsten Minus hat Grenke Leasing präsentiert. Dann Priceline, Nissan und SunPower. Da kann man schon sagen, zum Glück waren das die Kurse von vor einer Woche, weil im Nikkei ist es ja ordentlich nach unten gegangen. Da wäre Nissan jetzt noch ein bisschen weiter unten, dann hätte ich wahrscheinlich verloren. Das ist aber auch das erste Thema, womit wir heute mal reden wollen. Ist die Party am japanischen Markt vorbei? Da geht es ja seit zwei Wochen eigentlich so schnell nach unten, wie es nach oben ging. Etwa 20% hat der Nikkei jetzt verloren. Man merkt im japanischen Markt schon etwas an, wie nervös er offensichtlich ist. Und eigentlich hat er auch guten Grund dazu. Denn der ökonomische Rahmen Japans ist eine einzige Katastrophe meines Erachtens. Und auf lange Sicht wird es meines Erachtens auch in eine Katastrophe hineinmünden. Aber zunächst einmal sollte man andererseits auch die Feuerkraft der japanischen Notenbank nicht unterschätzen, die Vollgas gibt und sicherlich auf dünnem Eis operiert, aber eben mit geballter Macht doch auch einiges bewegen kann. Insofern ist diese Frage im Moment etwas offen. Ich würde im Moment den japanischen Aktienmarkt etwas vorsichtig begleiten, aber die Chance, dass diese Rallye sich fortsetzt, und das ist ja bisher sehr, sehr gut gelaufen, die kann auch noch nicht ganz abgehakt werden. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr habt ja auch ein Japan-Portfolio im Aktionärsbrief aufgelegt. Würdest du das jetzt nochmal direkt so machen? Ja, warum nicht? Ja, also denkst du, es dreht wieder nach oben? Also wir haben ja die Japan-Story schon sehr früh aufgegriffen. Wir waren ja schon seit Jahresbeginn dabei und jetzt die Reaktion im Nikkei. Wir haben jetzt 15% etwa von oben verloren. Ist auch klar nachvollziehbar. Wir haben seit November letzten Jahres, also innerhalb von rund 6-7 Monaten, etwa 70% zugelegt im Nikkei. Dass da mal eine Korrektur kommt, ist eigentlich ziemlich normal. Also geht es jetzt auch wieder nach oben? Ich gehe davon aus, dass wir auch wieder nach oben drehen werden. Es ist nur so, dass wir in Japan ja am 21. Juli noch Oberhauswahlen haben. Das ist ein relativ wichtiges Datum. Der Abe, der muss da unbedingt gewinnen, wenn er seine Reformpolitik weiter fortführen will. Und darauf wartet der Markt jetzt. Geld in den Markt schmeißen ist jetzt schon Reformpolitik auch nicht schlecht. Ja, es ist ja nicht nur Geld in den Markt schmeißen, es sind ja auch Konjunkturprogramme. Also das ist ja nicht nur das Aufdrehen der Notenbank. Okay, sonst hätte ich ja auch Reformer werden können. So ähnlich wie beim Karnevalszug dann, ne? So mit japanischem Geld oben. Stefan, was würdest du mit Japan machen? Ja, man merkt in Japan einfach, dass die Anleger gelernt haben aus den Einschlägen der Vergangenheit. Wir hatten es im Zuge der Finanzkrise schon gesehen. Und jetzt ist es so, dass die Anleger einfach viel früher die Gewinne, die aufgelaufen sind, wieder mitnehmen, einfach um sich zu schützen. Ja, ich glaube, dass sehr viel Angst im Markt ist und dadurch entsteht eine große Dynamik, wenn es dann nach unten geht. Ich glaube, man muss sich jetzt um Japan kurzfristig keine Sorgen machen, weil die Regierung hat sich wirklich als Ziel gesetzt, hier was anzupacken, hier was zu drehen. Und ich glaube, man wird auch Vollgas geben, um diese Ziele zu erreichen. Ich sehe das aber ähnlich wie der Walter, dass wir hier in 2-3 Jahren große Probleme sehen werden. Na gut, dann feiern wir noch 2-3 Jährchen mit und dann machen wir den Laden zu. Ne? Dann kaufen wir Japan für einen Nicker. Angst ist das große Stichwort. Auch viele Anleger haben Angst, dass die amerikanische Notenbank umschwenkt. Jetzt auf einmal sagt, okay, wir machen nicht mehr weiter mit dieser exzessiven Geldpolitik. Ist das berechtigt? Das ist langfristig schon berechtigt, aber kurzfristig meines Erachtens etwas zu hoch gespielt und auch nicht ganz realistisch gespielt. Natürlich wird die Notenbank in den USA irgendwann mal umkehren müssen. Der jetzige Kurs ist ein manipulativer Kurs und irgendwann wird die Dopingkur abzusetzen sein, das ist ganz klar. Ich schätze die amerikanische Notenbank aber so ein, dass man das sehr vorsichtig machen wird, dass man es verbal vorbereiten wird. Vielleicht läuft dieser Prozess sogar schon, dass man hier und da auch verbal schon Dinge in den Raum wirft, worüber sich der Markt erstmal so ein bisschen den Kopf zerbrechen kann. Aber dass die Notenbank hier doch sehr vorsichtig agieren wird. Also ein akutes Risiko auf kurze Sicht, dass die Fed jetzt umschwenkt, sehe ich erstmal nicht, nein.
Ja, die Konjunkturdaten sprechen ja auch nicht dafür, die wir in Amerika gesehen haben. Die waren alle ein bisschen rückläufig, spricht eher dafür, dass die Fed noch mehr Geld rausholt. Nein, die Konjunkturdaten in Amerika, die sehen eigentlich sogar ziemlich gut aus. Okay, wir hatten jetzt einen schwächeren ISM-Index, aber das sind alles Momentaufnahmen. Wenn man sich den Trend der letzten Quartale anguckt, dann haben wir ganz klar kein überwältigendes Wachstum in Amerika, aber wir haben BIP-Wachstum von etwa 2 bis 2,5%. Darauf wird es hinauslaufen. Wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, dann sieht man auch, dass die Amerikaner hier etwa im Schnitt, wenn man es jetzt aufs Jahr hochrechnet, 2 bis 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen wird. Wir haben im Moment eine Arbeitslosenquote um 7,5%, glaube ich. Sie ist rückläufig, im Trend jedes Quartal weiter rückläufig. Also im Grunde genommen braucht man dieses Doping auch nicht mehr, wie der Walter das gerade schon sagte. Man bereitet einfach den Markt in kleinen Schritten darauf vor. Ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich gegen Jahresende, vielleicht auch schon Richtung Spätsommer im September damit anfangen wird, indem man die Anleihenkäufe ein bisschen runterfahren wird von jetzt 85 Milliarden Dollar im Monat auf, ich schätze mal, 60 bis 65 Milliarden Dollar. Das ist dann immer noch eine expansive Geldpolitik, ganz klar. Aber es ist halt letztlich der Ausstieg aus dieser Politik. Wird der Ausstieg auch ein Abstieg an den Märkten einläuten, Stefan? Ja, je nachdem, wie gut es der Fed gelingt, das Ganze auch verbal rüberzubringen. Man muss die Anleger natürlich vorbereiten. Und vor allem sollte sich in Sachen Wirtschaft dann auch mal was getan haben. Denn was wir bisher sehen, sind ermutigende Signale, aber wir sind natürlich längst nicht da, wo man hin will. Insofern muss sich, ich würde mal sagen, sogar auf Sicht der kommenden 2 Quartale hier wirklich auch mal Handfestes ergeben, denn sonst wird es bitter werden. Wir haben im Moment die Situation, dass die Märkte, die Aktienmärkte, die Anleger eigentlich auf negative Signale besser reagieren, weil man dann davon ausgeht, dass die lockere Geldpolitik der Fed noch länger aufrechterhalten wird. Und wenn wir positive Signale haben, dann ist es eher so, dass man vorsichtig wird, weil man dann eben befürchten muss, dass die Fed sich früher wieder zurückzieht. Ja, also haben wir gerade ein Szenario, schlechte Konjunkturnachrichten sind eigentlich gute Nachrichten. Zumindest kurzfristig, ja. Ich meine, auf lange Sicht ist natürlich die Realwirtschaft die eigentliche Treibkraft für den Markt, also im Wesentlichen das Wachstum der Wirtschaftsleistung. Aber im Moment haben wir tatsächlich die Situation, dass das nicht die entscheidende Determinante ist, eher on top kommt und ansonsten zählt, was die Notenbanken machen und wie sie den Markt mit Liquidität versorgen und damit Anlagedruck schaffen natürlich und entsprechend Kaufbedarf auch, ne? Ja gut, dann kaufen wir weiter. Kommen wir mal zu unserem Freund DAX hier im deutschen Markt. Der hat ja jetzt auch zuletzt mal wieder ordentlich nachgegeben. Denkst du, es geht noch unter die 8 nochmal, um das zu testen? Schließe ich nicht aus, dass wir nochmal ein knappes Pullback sehen. Auch unter die Ausbruchslinie wäre sicherlich noch nicht dramatisch, wenn das auf kurzfristiger Basis passiert. Ist auch eine normale Reaktion. Wir haben in den letzten 6 Wochen in der Spitze auch im DAX 15% zugelegt. In Amerika im Dow haben wir fast 20% seit Jahresanfang in der Spitze gemacht. Da kommen halt auch mal Korrekturen und die sehen wir jetzt. Und bis jetzt ist es technisch eigentlich wie aus dem Lehrbuch. Also nichts Besorgniserregendes. Also alles im grünen Bereich. Ehrlich gesagt, mich interessiert es jetzt nicht so wahnsinnig, ob der DAX nochmal 200 Punkte fällt oder 200 Punkte nach oben geht. Ich habe eher den Ansatz, mir die Unternehmen anzuschauen, die Gewinnentwicklung, die Umsatzentwicklung bei den Unternehmen. Und wenn man hier sich die Rosinen rauspickt aus der Gemengelage, dann wird man immer Geld verdienen, ganz egal in welcher Marktphase man sich bewegt. Insofern 150, 200 DAX-Punkte, das sind dann wirklich nicht mal die Welt. Das sind dann Peanuts, meine Damen und Herren. Aber dafür muss man picken. Kommen wir mal zum Picken. Picken wir mal die Solarwerte raus. Jetzt gibt es Strafzölle von der EU für chinesische Importe, weil die ja so Dumpingpreise haben. Hilft das eigentlich überhaupt? Ja, also ich meine, zumindest SolarWorld oder Frank Asbeck hat sich ja dafür eingesetzt. Es dürfte hier und da helfen. Ich würde aber auf die Modulhersteller sowieso nicht so sehr setzen wollen. Auch aufgrund der Kapazitätensituation. Ich glaube auch, dass diese Strafzölle nicht wesentlich das Marktumfeld verändern werden oder besser machen werden für die Solarunternehmen. Gleichwohl, glaube ich, kann man tatsächlich auch da picken. Wir haben uns jetzt in jüngerer Zeit im Frankfurter Börsenbrief SMA Solar angeschaut, die meines Erachtens charttechnisch ganz interessant aussieht und wo es zumindest mal Gegenbewegungen geben kann. Und angesichts der vorher sehr starken Verluste können die eben prozentual auch ordentlich ins Konto hauen. Also auf der positiven Seite. Ich denke, solche Chancen kann man dann schon spielen. Aber auf die Modulhersteller muss man meines Erachtens nicht setzen. Okay, Asbeck hat die Strafzölle angeregt. Asbeck regt doch an, dass die Gläubiger auf 80% verzichten. Kommt da auch noch was Gutes von SolarWorld oder ist alles schlecht?
Das wäre ja gut, wenn sie verzichten würden, weil dann könnte man den Konzern vielleicht retten, ja. Aber ganz klar, für die Aktionäre wird nicht sonderlich viel übrig bleiben. Das wird schon eine sehr brachiale Verwässerung werden. Und für mich liegt das Kurs hier. Ich glaube, wir sind jetzt bei 80 Cent, also eher so im Bereich von 5 bis 10 Cent. Dann kann ich auch zugreifen. Dann kannst du mal einen Zock wagen. Ja, okay, aber bis dahin könnte man sich auch eine schöne Short-Position wagen. Hast du die Solarbranche komplett? Wird nicht funktionieren, kannst du nicht mehr shorten. Kriegst keine Laie für, kannst du vergessen. Ja. Also, wir müssen ja beim Aspekt anrufen. Hast du die Solarbranche eigentlich komplett schon abgeschrieben? Nö, man kann da immer wieder ganz gut Geld verdienen, wenn man temporär unterwegs ist. Also für einen Anleger, der jetzt auf Sicht von 5 bis 10 Jahren spekuliert oder anlegt, würde ich sagen, ist es jetzt nicht die richtige Branche. Wenn jemand sagt, ich verdiene mein Geld innerhalb von 2-3 Tagen, dann kann man hier eine exzellente Rendite erwischen. Man muss allerdings ein gutes Timing haben und vor allem ein sehr starkes Nervenkostüm. Aber ich würde gerne eine Sache zu den Strafzöllen noch sagen. Ich finde, das ist ein sehr gefährliches Spiel, das die EU jetzt beginnt. Man lässt sich nämlich wirklich auf einen kleinen Handelskrieg mit China ein und ich glaube, den wird man nicht gewinnen können. Und die EU, die hat hier wesentlich mehr zu verlieren als die Chinesen. Wir haben eine angeschlagene Wirtschaft hier in Europa und ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen, die von Seiten Chinas zu erwarten sind, sich letztlich eine ordentliche Retourkutsche holt und das könnte dann sehr bitter enden. Ja gut, ich meine, die haben ja schon gesagt, sie werden den Strafzölle auf Weine erheben, aber gut. Ich weiß genau, nicht. Havesco schon. Ja, ja. Ich habe schon drauf geguckt, aber die hat nicht so toll darauf reagiert. Die haben, glaube ich, nicht viel in China. Nee, aber die trinken ja auch eher Reiswein, importieren die überhaupt. Aber die wollten nach China gehen, aber... Vielleicht blasen es jetzt ab. Hat jetzt sogar die Schublade aufgemacht und den Plan wieder ganz unten einsortiert. Aber wo kommen wir nochmal zurück zur Solarvolt? Da gab es, du sagst, Richtung 1 Cent. Das erinnert mich so ein bisschen an den neuen Markt. Da waren dann zum Schluss auch ein paar Unternehmen, die nur noch 1 Cent wert waren. Ist vor genau fast 10 Jahren, ist der Nemax wieder geschlossen worden. Welche Erinnerungen hast du noch daran, Walter? Ja. Oh Gott, die Haare gehen langsam hoch. Komm, lass mal unten. Da hat der Walter seine erste Million gemacht. Und danach 3 Millionen verloren. Genau. Ja, das war schon natürlich eine ganz verrückte Zeit. Das erste Halbjahr von dem Jahr 2000. Irrsinnig, wo man auch gar nicht groß fundamental schauen musste oder rechnen musste, sondern einfach im Prinzip aufspringen konnte. Aber der anschließende Kater war natürlich umso bitterer. Also es ist eigentlich eher eine schlechte Erinnerung. Volker, du hast da 2 Millionen gemacht, ne? Ne, 10. Oh! Denkst du, dass ich neu mal hier bin. Ne? Ja. Denkst du jetzt mit Schrecken an die Zeit zurück oder mit Freude? Wie war's? Ach nein, ich denke, wir haben ja damals alle, glaube ich, da ein bisschen mitgespielt und teilweise auch sehr, sehr viel Geld verdient. Und wer damals auch mit einer strikten Risikoabsicherung per Stop-Loss gearbeitet hat, dem wird nicht so viel passiert sein. Wer natürlich durchgehalten hat, der hat hier und da in die Röhre geschaut. Aber es war schon Wahnsinn, was da für Bewertungen zustande kamen. Umsatzbewertungen mit dem 100-fachen, Gewinnbewertungen mit dem 1000-fachen, also das war schon sensationell und ich denke mal, am Markt werden wir so eine Zeit auch nicht mehr bekommen. Keine Exzesse mehr? Exzesse, ja, aber nicht in dem Ausmaß, also das war wirklich der Mega-Exzess schlechthin. Stefan, du als Jungspund hier, als Jüngster, wie war es für dich? Ja, war natürlich sehr spannend, wenn man sich mal überlegt, was da passiert ist. Der Nemax 50, der hat sich ja verzehnfacht innerhalb kurzer Zeit, ist dann bis auf knapp 10.000 Punkte gestiegen und ist dann um 97% abgerauscht auf knapp 300 Punkte. Also ist schon eine sehr interessante Entwicklung. Und wenn man damals kein Risikobewusstsein gehabt hat, sondern einfach gesagt hat, der Markt läuft, stecke ich mein Geld rein, da hat man sich wirklich eine goldene Nase verdienen können. Ich glaube auch, dass es heutzutage schwieriger geworden ist für die Anleger, weil ich, was ich vorher eben schon sagte, hier gebranntes Kind schreit das Feuer. Man zieht sich einfach viel schneller wieder zurück, weil solche Blasen haben wir in den letzten Jahren ein paar erlebt. Und ich glaube, in der Form, wie das am Nemax oder am neuen Markt der Fall war, wird es das wohl nicht mehr geben. Aber man muss dazu sagen, es gibt ja auch heute noch Unternehmen aus der damaligen Zeit, aus dem Nemax, die richtig erfolgreich sind, wie eine LPKF Laser zum Beispiel. Ja, ein paar haben überlebt, ne? Ja, das haben eigentlich sehr viele überlebt, auch wenn man sich mal eine Freenet anschaut, eine Morphosis, das sind eigentlich Unternehmen, die heutzutage wirklich gut dastehen, die man durchaus auch kaufen kann. Ja. Für die Aktienkultur war es natürlich eine Katastrophe in Deutschland, dass es damals so solche Exzesse gab. Also manche Leute, die vielleicht heute noch Aktionäre wären, eine Bereicherung wären für den deutschen Aktienmarkt, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr da, weil sie einfach zu viel Geld verloren haben in einem Umfeld,
ja, wo die Kursentwicklungen einfach mehr oder weniger unkalkulierbar waren. Also wenn das irgendwo in eine Börsensendung gepusht wurde, dann konnte so ein Ding extrem laufen, unabhängig von der fundamentalen Situation. Das ist ein Umfeld, wo man auch, wo das nicht so sehr eine Wissenschaft ist, sondern auch ein Stück weit Glücksspiel einfach. Und insofern war das eigentlich für Deutschland in der Betrachtung schon auch eine sehr negative Entwicklung. Ja, da sind wir bei der berühmt-berüchtigten 1000, ne? 1000, genau. Ja, da sind wir dann zu Hause. Sowas wollen wir natürlich nicht mehr erleben, meine Damen und Herren. Deswegen sagen wir nochmal Adios, Nemax. Wir kommen wieder zur Zukunft. Und da kommen wir jetzt zu einer Aktie, die hat es auch unheimlich gebeutelt. Und wir gucken mal, ob man da jetzt schon wieder investieren kann. Welche Aktie das ist, das sehen Sie jetzt im Stresstest. Come with me. Fannie Mae ist der Stresstestwert, den wir heute unter die Lupe nehmen. Früher hat man gesagt Fannie Mae, weil wir über die Aktie gelacht haben. Jetzt schauen wir uns mal kurz auf oder den Chart an. Da sehen wir, dass die Aktie nach einer ganz langen Dümpelei jetzt mal wieder ein bisschen angezogen ist, dann wieder zurückgekommen ist, sich wieder fast immer mehr halbiert hat. Also Volker, ist das jetzt ein reines Zockerpapier? Ist das ein Chart vom Zockerpapier, was wir da sehen? Also für mich ist es eine reine Lachnummer, ehrlich gesagt. Es ist ja so, dass teilweise wirklich auf ein Comeback hier spekuliert wird. Man hat ja im ersten Quartal einen Rekordgewinn eingefahren. Ich glaube, es waren 58 Milliarden Dollar. Klingt sensationell, hat aber weder was mit dem operativen Geschäft zu tun, noch irgendwas mit Bewertungszuschlägen in der Bilanz. Der einzige Grund, warum die so viel verdient haben, liegt darin, dass man Verlustvorträge reaktiviert hat. Und zwar waren das 50 Milliarden Dollar. Das heißt, man geht davon aus, dass man in Zukunft wieder profitabel sein wird. Und deshalb wird man in Zukunft jetzt eben 50 Milliarden Dollar weniger Steuern zahlen. Und das hat man in die Bilanz reaktiviert. Im Gegenzug hat man auch 50 Milliarden Dollar neue Schulden aufgenommen, weil das ist ja nur ein Buchgewinn. Und man musste ja an den Staat auch nochmal 50 Milliarden Dollar Dividende zahlen. Und das hat man damit gemacht, also rein operativ wurden hier ca. 8 Milliarden Dollar im ersten Quartal verdient. Da waren auch noch ein paar Bewertungszuschreibungen drin. Aber letztlich muss man ganz klar wissen, man hat sehr, sehr hohe Schulden. Die liegen etwa bei 180 Milliarden Dollar. Es ist so, dass es auch verankert ist, dass die Stammaktionäre leer ausgehen. Es gibt Vorzugsaktionäre, das ist der Staat, der hält ja 80% an dem Unternehmen, dem steht die Dividende zu und die Stammaktionäre gehen komplett leer aus. Also für mich ist die Aktie im Grunde genommen wertlos. Da sind wir also jetzt noch unter einem Cent. Die ist ja dann noch unter, hinter Solarwelt, so müssen wir die einrollen. Heieiei, Walter. Deswegen kann man jetzt sagen, hast du was Positives oder drehst du das Messer im Rücken von Fannie Mae einfach nur noch ein Stück weiter rum? Ja, vielleicht sollte man ein wenig unterscheiden. Grundsätzlich sehe ich den amerikanischen Immobilienmarkt unterwegs in die richtige Richtung oder glaube, dass man in die richtige Richtung unterwegs ist. Die Frage ist, was dann tatsächlich, und Volker hatte das auch schon dargestellt, tatsächlich bei den Aktionären ankommt. Und es ist tatsächlich so, dass es mehrere Aktiengattungen gibt. Der Staat hat im Grunde genommen die beste Position, Senior Preferred Shares, und hat meines Wissens auch Optionen, weitere Anteile zu kaufen, zwar zu einem Preis von, ich glaube, weniger als 1 Cent je Aktie. Das heißt, das Unternehmen ist im Prinzip voll und ganz in der Hand des Staates. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es zuletzt in der Politik auch Überlegungen, ob das Unternehmen überhaupt in dieser Form so weitergeführt werden sollte oder ob man eine neue Einheit schafft. Und die Funktion, die ja sehr wichtig ist von Fannie Mae, die Finanzierung über den Zweitmarkt für den amerikanischen Immobilienmarkt, ob man das verlagert vielleicht auf eine andere Einheit. Und das wäre durchaus vorstellbar. Also das ist im Grunde genommen eine Aktie, wo man am Tag 20-40% verdienen kann oder auch verlieren kann. Gestern war sie sehr, oder am Mittwoch war sie sehr, sehr schwach. Etwa 18% ungefähr. Das ist also ein Papier, wo man schon sagen muss, das hat also schon definitiv Zockerqualität. Und man kann als Aktionär eigentlich gar nicht wissen, was man eigentlich für einen Wert an dem Unternehmen hat, möglicherweise nämlich tatsächlich fast überhaupt keinen. Selbst wenn das Unternehmen erfolgreich ist und wieder Gewinne macht, man hat jetzt, glaube ich, den 5. Quartalsgewinn in Folge ja gemacht, selbst wenn das so weitergeht, wenn man voll in der Hand des Staates ist und nach Strich und Faden verwässert werden kann, dann ist das meines Erachtens für die normalen Aktionäre keine glückliche Ausgangslage. Also sehr, sehr, sehr spekulativ.
Nach Strich und Faden verwässert. Hervorragend formuliert. Hut ab von Stefan. Ja, keine glückliche Ausgangslage, genau, das trifft es eigentlich ganz hervorragend. Wir haben gerade über den neuen Markt gesprochen und ich finde, die Aktie hätte perfekt auch in den NEMAX 50 reingepasst, so was die Spekulationsgelegenheiten angeht. Ich würde sagen, als Investment ist Fannie Mae eigentlich nicht darstellbar. Also wir vom Frankfurter Tagesdienst haben die nicht auf dem Schirm, ganz einfach, weil es hier keine Story gibt, die man tatsächlich kaufen könnte, wo man auch sagt, das ist irgendwie handhabbar, greifbar, sondern das ist ein Lottospiel und wer das gerne macht, der ist herzlich eingeladen, da mitzuwirken. Ich glaube, man sollte es dann im Sinne des Bernecker Seniors auch weniger als Investment, sondern eher als Wette dann ansehen. Man kann sich eigentlich damit auch nicht wohlfühlen, wenn man weiß, Reuters hat das ja noch vor ein paar Tagen gemeldet, dass in den Schubladen wirklich Gesetzesvorschläge stecken, wie man innerhalb der nächsten 5 Jahren eben das Unternehmen liquidieren kann. Also besonders toll hört sich das jetzt auch nicht an. Ja gut, du hast ja gerade auch nichts anders gemacht, ne? Du hast keine 5 Jahre dafür gebraucht, sondern noch nicht mal 5 Minuten, um Fannie Mae zu liquidieren. Also meine Damen und Herren, Sie sehen hier, die Meinung in der Runde ist eindeutig, was Fannie Mae angeht. Vielleicht sollen wir es dann wirklich umtauschen in Fannie Mae und nicht in Fanny. So, also, es war eine ganz dringende Anfrage zu der Aktie, deswegen sind wir auch sofort drauf eingegangen. Da wurde aus allen Rohren an alle Adressen geschossen. Bitte Fannie Mae besprechen, haben wir getan. Also, und wir sagen, Finger weg, raus. Wenn auch Sie eine Aktie haben, die wir hier besprechen sollen, Sie sehen die Adresse gerade eingeblendet, redaktion@bernecker.tv. Wenn Sie die dahin schicken, dann kriegen wir die, dann gucken wir drüber und dann suchen wir uns wie immer eine Aktie aus, die wir besprechen. Heute war es eben Fannie Mae und die ist mal eben so mit Pompen und Pauken durchgefallen. Also wenn Sie die Aktie haben, werden Sie nach Strich und Faden verwässert. So, jetzt kommen wir zu Aktien, bei denen es hoffentlich besser ist. Wir kommen zu unserem Aktienspiel. Come with me. Herr Schulz hat gerade wunderschön festgestellt, dass die RTL Group, die Herr Thyssen gleich ins Spiel bringt, unheimlich berühmt wurde durch Tutti Frutti, wo Herr Schmidbauer noch den Moderator kannte, Hugo und Egon Balder. Also wir haben jetzt meine Geburt. Ja. Also, Sie sehen, es wird bei uns jetzt noch ein bisschen lustig, aber auch nachhaltig. Walter, fang einfach direkt an, du hast dich für die RTL Group entschieden. Ja, RTL Group ist ein absoluter Medienriese auf dem europäischen Kontinent. Man hat 53 TV-Sender, man hat 28 Radiostationen, man ist Rechtevermarkter, man ist Content-Hersteller, also ein echter Riese. Es ist kein Unternehmen mit steilem Wachstum. In den letzten Jahren war das Wachstum eher behäbig. Volumen im Umsatz letztes Jahr ungefähr 6 Milliarden Euro. Aber die Profitabilität stimmt und man ist sehr cashflow-stark und entsprechend auch fähig, eine hohe Dividendenrendite zu zahlen. Und meines Erachtens ist die Aktie jetzt nach der Platzierung ein interessanter Kauf. Die Bewertung ist vernünftig mit ungefähr 13 im KGV, sodass man hier im jetzigen Umfeld, wo das kurzfristig so ein bisschen wackelt, durchaus auch jetzt einsteigen kann. Wir machen die Aktie auch oder behandeln die Aktie auch im Frankfurter Börsenbrief. Da kann man also ergänzend hierzu auch noch reinschauen. Das kann man auch noch tun, so ein Zufall. Ja, aber auch. Und jetzt kommt noch eine Index-Spekulation dazu. Wo kommen die rein? S-DAX oder MDAX? Die kommen jetzt in den S-DAX rein, ja. Die sind eigentlich für den S-DAX natürlich viel zu groß. Ein Unternehmen mit ungefähr 10 oder knapp 10 Milliarden. Aber das ist dann, sagen wir mal, das Startticket. Wahrscheinlich werden sie mittelfristig dann auch in den MDAX kommen. Okay, dann kommen wir jetzt von Tutti Frutti zu Fiesta Restaurant Incorporation ist nämlich die Aktie, die ich mir rausgesucht habe. Und hier muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich lasse einfach mal schnell 2 Bilder sprechen. Die habe ich kurz rausgesucht. Hier sehen wir es. Ha, das sieht doch lecker aus, oder? Jawohl. Und da haben wir dann noch das passende Gemüse dazu. Ein bisschen scharf, hervorragend. Also, Fiesta Restaurants Incorporation ist, der Name nimmt schon vorweg, eine Franchise-Restaurantkette mit über 300 Restaurants in Amerika und ein paar sind auch schon nach Europa rübergeschwappt. Der Kurs hier ist auch ganz gut angezogen.
Sie sind jetzt expandiert. Das Top schon wieder. Ja, natürlich. Also geht auch nur Doppeltop. Bildet sich gerade da raus. Ne? Ja, genau. Genau. Sehe ich auch so, deswegen habe ich mir die Aktie auch rausgesucht. Also, die haben jetzt ein neues Lokal in Indien aufgemacht. Also zum ersten Mal sind sie jetzt auch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen. Das erste, also haben sie hier ein Bein in der Tür. Zahlen zum ersten Quartal waren auch sehr gut. Nachdem sie nämlich im Vorjahr noch Verlust geschrieben haben, haben sie jetzt einen Gewinn von 4,8 Millionen US-Dollar hingelegt, werden weiter expandieren und ja, jetzt haben die noch in den kommenden zwei Wochen noch zwei Konferenzcalls und alles, wo sie noch ein bisschen fürs Unternehmen trommeln und vielleicht sehen wir dann ja noch ein neues Top. Die haben ja schon da gut zugelegt und ich spekuliere mal darauf, dass die in zwei Wochen dann noch ein bisschen zulegen, wenn die jetzt da noch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und das Essen sah ja auch wirklich lecker aus. Ne? Also die werben damit frisch gegrilltes Hühnchen, ne? Also hervorragend. Indien ist ja ein Wachstumsmarkt. Ja, genau. Aber da haben sie nur ein Lokal, da müssen sie noch ein bisschen mehr wachsen. Wir hoffen, dass keine Kühe auf den Grill kommen. Nein, die haben nur Chicken. Die machen Chicken. Chicken Nuggets. Ja, so Wraps und alles. Taco irgendwie heißt das so. Und das andere ist mehr so, ja, da habe ich den Namen gerade vergessen. Den reiche ich nach bei der nächsten Sendung. So, wir kommen zu... Ich frage aber jetzt nicht, wie die bewertet sind. Doch, die haben einen unheimlich tollen KGV. Der ist ganz niedrig bei 44. Also, warum hast du das denn nicht gesagt? Das ja ist, gut, man muss ja nicht alles sagen. Ne? Gut, die Aktie ist nicht mehr ganz so billig. Ne? Okay. Ja. Ach, so ein KGV ist auch, ja, wird auch überbewertet manchmal, ne? Weil nichts ist. Ja, dafür hat meine Aktie, die ich gleich vorstelle, ein negatives KGV. Ja, weil nichts kostet, ist auch nichts. Da hat mein Nachbar einmal gesagt, KGV von 44 ist dann nämlich stolz, aber Tendenz fallend. Okay. Gut, so, dann Cytotools. Cytotools, genau, ein deutscher Biotech-Wert. Eigentlich hasse ich ja Biotech-Werte. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber Cytotools könnte doch eine richtige Sonderstory werden. Es ist so, dass die einen Wundheilungswirkstoff haben, der nennt sich Dermapro. Es geht hier darum, dass man den diabetischen Fuß heilt. Das ist eine ziemlich schlimme Sache. Es ist so, dass ja die Diabetesfälle doch massiv anziehen im Moment. Wir haben ja fast eine zweistellige Wachstumsdynamik per anno. Es ist so, dass es allein in Deutschland fast 5 Millionen Diabetesfälle gibt und 20% davon leiden halt unter dem diabetischen Fuß. Und die haben eben einen Wirkstoff jetzt entwickelt, der in der Endphase der Phase 3 schon ist. Man hat in den vorherigen Phasen extrem gute Erfolge gehabt. Man hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal mit diesem Wirkstoff und man geht davon aus, dass man jetzt für Indien innerhalb der nächsten 1 bis 4 Wochen, ich denke mal bis spätestens Ende Juni, dass man hier endgültig die Zulassung kriegt für den indischen Markt. Hier spricht man dann von einem Umsatzvolumen von etwa 200 Millionen Euro und Richtung 2014 dürfte dann auch für Europa der Startschuss fallen. Auch hier ist man bereits in der Endphase 3. Auch hier extrem gute Studienerfolge, hohe Wirkungsgrade, teilweise bei 92%, die dann nach 6 Wochen schon diesen diabetischen Fuß heilen konnte. Also das sieht sehr gut aus. Wir haben derzeit einen Börsenwert von etwa 58 Millionen Euro für die Aktie. Vor kurzem ist noch Carsten Maschmeyer eingestiegen mit seinem Beteiligungsfirma Paladin. Ja, man kann drüber lächeln. Ja. Da sind wir wieder beim neuen Markt. Aber allein die Tatsache, dass man schon die Phase 3 erreicht hat, die spricht schon definitiv für das Unternehmen. Und ich setze einfach mal darauf, dass man jetzt hier in Kürze eben die Zulassung in Indien erhalten wird. Und davon sollte der Kurs dann auch nochmal deutlich profitieren. Ich kannte bislang nur den Elefantenfuß, aber jetzt kenne ich auch den diabetischen Fuß. Und meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, seien Sie froh, der hat mir noch ein Bild geschickt, wie der aussieht. Das sollte ich jetzt zeigen, das habe ich dann aber dann doch lieber weggelassen. So ein diabetischer Fuß sieht nicht schön aus. Kommen wir dann zu dem bekanntesten Wert hier heute so in der Runde. Und das ist eine ganz
ein ganz alter Haudegen, Intel, so einen richtig schweren Öltanker schmeißt ihr jetzt hier in die Runde. Ja, Intel hat jetzt endlich erkannt, worum es geht, nämlich dass die Kunden inzwischen keine Desktop-PCs mehr kaufen, sondern bevorzugt sich Tablets oder Smartphones ins Haus holen. Und da hat man jetzt einen passenden Chip entwickelt, nachdem er 3 Jahre lang jetzt dem Konkurrenten ARM hinterhergelaufen ist. Ist jetzt endlich ein konkurrenzfähiger Chip da. Und ich glaube, dass Intel mit dem durchaus punkten wird. Man wird jetzt den einen oder anderen Abnehmer, denke ich, wieder ins Boot holen können. Stichwort Apple, Stichwort Samsung. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass die Anleger erkennen, dass in Intel doch eine gewisse Qualität da ist und dass unter dem neuen Chef jetzt auch diese Qualität wieder aufgerufen werden kann und dass Intel in den kommenden Wochen und Monaten wieder anziehen wird. Ist das dieser Mini-Mini-Mini-Chip? Ist ein recht kleiner Chip und der größte Vorteil ist aber, dass der 50% weniger Strom braucht als sein Vorgänger. Und genau darum geht es eben bei den tragbaren Geräten, dass man nicht alle 2 Stunden an die Steckdose muss und sein Gerät wieder aufladen, sondern dass man auch mal 1-2 Tage ohne Steckdose auskommt. Und das scheint mir mit dem neuen Chip jetzt in Reichweite geraten. 1-2 Tage, das ist ja Zukunftsmusik. Also mein Handy hält keine 24 Stunden. Seit? Meins lang, ich benutze das fast gar nicht. Okay. Zumindest nicht zum Telefonieren oder zum Surfen. Okay. Also, meine Damen und Herren, RTL Group, Fiesta Restaurant Incorporation, Saito Tools. Und Intel. Das die 4 Werte, die deutlich mehr als 1 Cent wert sind und am neuen Markt nie aufgetaucht werden. Einer vielleicht, okay, Saito Tools. Vielleicht, aber ansonsten alles grundsolide Werte, aber von Herrn Schulz ist man auch nichts anderes gewöhnt. Also von daher, alles beim Alten. Wir kommen zum Tippspiel. Come with me. So, es geht wieder darum, Gewinne einzustreichen, eine 3-Monats-Abo eines Börsenbriefs Ihrer Wahl und gewonnen hat diesmal die Tipprunde. Ups, ich. Ja. Und da ich mit dem Börsenbrief nicht viel anfangen kann, da ich die eh schon habe, gebe ich den Preis weiter an den Herrn Nimtcheck. Der ist 2. gleichzeitig mit dem Herrn Braun. Der Herr Braun hat aber schon mal gewonnen, deswegen geht's an den Herrn Nimtcheck, der Preis. Also Herr Nimtcheck, melden Sie sich bei uns. Die Adresse kennen Sie ja, redaktion@bernecker.tv. Sagen Sie uns, was Sie haben möchten. Wir können heute nur mal wieder erwähnen, ne? Frankfurter Tagesdienst, der Aktionärsbrief, Frankfurter Börsenbrief oder vielleicht auch Bernecker TV. Die Auswahl bei uns ist groß. Das war lang nicht alles, aber das bete ich jede Sendung runter. Heute erspare ich Ihnen das. Wir kommen nämlich direkt jetzt zum DAX-Tipp und da ist natürlich die große Frage, kommt jetzt die saure Gurkenzeit, gehen wir jetzt seitwärts weiter, was tippst du? So früh das zu sagen, aber ganz kurzfristig wird sich der Markt erstmal so ein bisschen auspendeln, mein Tipp ist 8040 Punkte. 8040 Punkte in den nächsten 2 Wochen. Ich sag, wir gehen einfach nur seitwärts und sag mal mit einer leicht ansteigenden Tendenz 8282. Ich denke auch, wir werden noch ein bisschen runterkommen. Ich sage 8000 Punkte glatt. Glatt, da kommt der Herr, der vor 2 Wochen 8800 gesagt hatte. Schön, dass du es nochmal eingeflochten hast. Ja. Sag's doch einfach nochmal. Ich habe mal ein paar Punkte, gehe ich runter, 8400. Ich glaube aber trotzdem, dass wir unterm Strich jetzt wieder Dynamik aufnehmen. Okay. Das sind also die Tipps. Wenn Sie sich bei der Tafel wundern, warum das nicht der aktuelle DAX-Stand ist, durch den Feiertag hat sich der Stammtisch um 1 Woche verschoben. Wir spielen aber immer nur eben 2 Wochen und deswegen war das der DAX-Tipp von vor 2 Wochen, besser gesagt der DAX-Stand, den Sie dann auch tippen sollten. Hier unten sehen Sie die Adresse redaktion@bernecker.tv, die gleiche wie beim Stresstest. Da können Sie Ihre Tipps hinschicken und können dann wie immer ein Abo gewinnen in 3 Monate, muss man da jetzt sagen, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, ne? Und alles, was dazugehört und was man dazu so sagen könnte, gilt natürlich. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben, meine Damen und Herren. Das war der Bernecker Stammtisch für heute. Ich darf mich verabschieden aus dem alten Bahnhof hier im Stadtteil Oberkassel aus Düsseldorf. In 2 Wochen, da ist kein Feiertag, da sehen wir uns dann wieder zu einer neuen Runde. Machen Sie es gut. Bis dahin.